Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von CLLP. Ich bin schon wieder ScheinL oder auch Leo. Ich begrüße euch wieder einmal zu den Survival Games. Ich hatte einfach mal wieder Bock, die Survival Games abzunehmen, ja. Ich habe mich wieder mal für das Knicked Kit entschieden. Und in 10 Sekunden geht auch schon los. Hat mal wieder eine gelieft. Es ist voll oft so, dass bei den Survival Games jemand bis Sekunde 1 macht oder so und dann lief. Acht, sieben. Also mir war das schon zweimal passiert, dass jemand gemacht hat. Okay, diesmal hat er nicht so lange gewartet, aber trotzdem. Immer schon beim Countdown eben. Compass finds players during day. Use a compass to find and kill enemies. Charge become invisible to compass tracking. Also dass man soll sneaken, um vom Kompass unsichtbar zu werden. Der Kompass erkennt einen nicht mehr und schaut und zeigt dann halt den nächsten Gegner, abgesehen von einem selbst an. Also demjenigen, der mit dem Kompass sucht, zeigt, wird man selber dann nicht angezeigt, weil man sneakt. Ja, alles deswegen habe ich keine Ahnung, was passiert. Wäre aber auch mal interessant, glaube ich. Oder an einer bestimmten Range funktioniert der, glaube ich, auch nicht mehr. 3, 2, 1, na kommt Leute. Ja, wir sind drin. Oh, die asiatische Map, die mag ich sehr. Ich würde mal versuchen, diese Bibliothek da hinten zu hechten. Aus der Position kann man meiner Meinung nach am Spawn nichts erreichen. Und hier fürchte ich auch nicht, wenn es das Haus, was ich denke, das ist. Oh, da ist doch was. Wurde hat schon mein Eisenschwert. Eisenschwert zu früh am Anfang zu haben ist natürlich hart. Es ist, um mal eine Assoziation zu League of Legends zu bringen, ist es wie eine Riven, die im Early gefeedet wird. Ich glaube, so kann man das gut ausdrücken. Okay, wenigstens eine Axt haben wir. Und eine Chain Leggings. Dann gehen wir über diese Brücke. Ich habe keine Ahnung, wo hier die Freeze anfängt, ehrlich gesagt. Aber hier bin ich schon mal gestorben, einfach weil ich hier von jemandem erwischt wurde und dabei dann eben gestorben bin, weil ich einfach noch kein gutes Gear hatte. Wenn man vom Deibel spricht, da ist er. Ah, wobei. Der sollte zu erledigen sein. Ich sollte nicht mit dem Peter beginnen wie er. Stone Sword, Golden Sword. Ja, scheint schon recht gute Waffen etabliert zu sein im Spiel. Ich habe gehört, this guy lives for the applause. Und deshalb werden wir ihn töten. Das war jetzt zwar kein adäquat anerkannter Grund, aber ich kenne meine eigenen Gründe für meine Handlung haben. Wenn man einen literarischen Text zusammenfasst, dann ist es nämlich extrem wichtig zu wissen, was das Wesentliche in dem Text ist. Ja. Tut mir leid, wenn ich jetzt etwas Quatsch erzähle, aber ich möchte diesen netten jungen Mann hier doch jetzt gerne einmal einholen und ihn aus dem Leben reißen. Das mag jetzt etwas unadäquat für manche Politiker klingen, jedoch bin ich tatsächlich der Auffassung, dass es in Minecraft nicht schlimm ist, Leute aus dem Leben zu spalten, da dies keinerlei Einfluss oder zumindest keinen großen Einfluss auf ihr Privatleben hat und sie somit nicht körperlich oder geistig angegriffen werden. Wir wissen ja alle, die geistige Freiheit des einen geht bis dahin, wo die geistige Freiheit des anderen aufhört. Oder des Storts natürlich. Dann werde ich jetzt hier mal in den Hafen einkehren. Und da beginnt der Deep Freeze. Ich sollte so schnell wie möglich in den Hafen kommen, bevor der Deep Freeze dieses Gebiet umschlingt und es somit unpassierbar macht. Das ist ja nicht so ganz passabel dann. Haha.
sollte versuchen, auf dieses Schiff einfach zu steigen, weil da müsste dann natürlich gleich ein Weg sein, um wieder reinzukommen. Wenn man von da rauskommt, dann kommt man normalerweise auch wieder auf das auf diesen Weg da drauf. Zumindest mal logisch betrachtet. Ich habe noch 4 Keulen vom Essen. Ich habe hier ein Zombie-Bread, was ich im Notfall essen kann, und ich habe noch ein Bread, was ich im Notfall essen kann. Wobei ich finde, dass das Zombie-Bread gar nicht so schlimm ist, wenn man es... Scheiße. This guy lives for the applause too. Maniac-7. Das könnte ich einfach schreiben. Maniac-7-Team? Fragezeichen. Würde schreiben. Yes! Dann wären alle glücklich, aber nein. Er entscheidet sich dazu, mir in den Rücken zu fallen und mein Leben zu beenden. Jedoch tue ich dasselbe mit ihm. Ja. Und dadurch verreckt dieser junge Mann schon bei der kleinsten Beruhigung meinerseits. Oh, Feigling. Feigling. Das Loot da oben gehört mir jetzt, das klar ist. Meins. Okay. Scheint sich zu entfernen. Oh, nice. Stone Sword. Okay, jetzt hat er keine Chance mehr. Ich soll mich jetzt hier aber nicht von Deep Freeze töten lassen. Weil das ja relativ unangenehm wäre. Und Maniac hier geht erstmal sterben. Das ist zumindest meine Prognose. Des Suktus detaillierte Diagnose eben. Anscheinend scheint man sich im Bass hier nicht wegstoßen zu können, oder zumindest, ah doch. Der Dude hier zielt noch nicht sonderlich gut. Wir versuchen in den Deep Freeze zu treiben. Würde ja ja wohl über drauf gehen. Der Typ lebt wirklich für seinen Applaus. Heikle Situation, Ladies and Gentlemen. Es ist echt nicht sonderlich angenehm. Wo ist denn der Deep Freeze von hinten? Ah, die Angel ist zerbrochen. Würde ich scheiße finden. Der ist tot. Der ist so oder so tot. Wenn sich in diesem Gebiet auffällt, dann ist er einfach tot. Das ist eine Prognose, die ich jetzt einfach mal ausstelle. Da. Ja, okay, komm zurück. Komm, mein Freund. Ich geleite dich in eine neue Zukunft. Voller Schmerzen und Tod. Komm her. Ich tue nix. Ich bin ein ganz netter Zeitgenosse. Bam! Und tot ist er. So, Verzeihung. Da wurde ich erneut harsch unterbrochen. Und mir wurde die Möglichkeit, zu euch zu sprechen, genommen. Ja, aber jetzt habe ich diese Möglichkeit wieder hergestellt. Und ich würde sagen, wir begeben uns mal in wärmere Gefilde, denn der Deep Freeze, der ist mir... Oh mein Gott, ich bin tot. Das weiß ich jetzt schon. Scheiße. Meine Damen und Herren, damit endet diese Ausgabe meiner Internetcast, der, ja, der Minigames. Wir haben heute Survival Games gespielt auf dieser wunderschönen asiatisch angehauchten Map. Ja, das hier scheint dieses große Portal zu sein und das hier scheint der Kaiserpalast zu sein. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch mit einer wunderschönen Aufnahme dieses Palastes und sage Tschüss. Und bis bald.